gestattet mir eine kleine Ansprache. Wir haben uns hier und heute zum Erntedankfest zusammengefunden, hier am schönen Strand von San Pedro, um einmal so richtig nach Herzenslust zu feiern. Darf ich was sagen? Also, dann würde ich vorschlagen, wir lassen ganz einfach die Formalitäten und fangen jetzt gleich mit unserem Rodeo an. Genau, auf diesen Tag habe ich das ganze Jahr gewartet. Don Prido hat ein großes Preisgeld ausgesetzt und das möchte man sich ja nicht entgehen lassen. Ja! Wieso, was hab ich? Rodeo! 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 Na schön, na schön, Leute. Ganz wie ihr wollt. Dann fangen wir eben jetzt mit dem Rodeo an. Du schaffst es! Wenn du runterfällst, bekommst du nichts mehr von mir zu essen! Was? Oh nein! Lolita hält mich für einen Feigling. So kann ich ihre Liebe nie gewinnen. Ich muss es schaffen, nur dieses eine Mal. Ja! Sehr gut, mein Sohn. Ganz ausgezeichnet. Na bitte, vielleicht wird sie meine Tochter Lolita jetzt doch ohne Zumachen heiraten. Was sagst du, ich soll ihn heiraten? Hat er eben heiraten gesagt? Das ist doch lächerlich, Vater. Du weißt doch ganz genau, dass mein Herz schon lange einem anderen gehört. Also bitte hör auf damit. Was? Was? Und wer soll das sein? Zorro natürlich. Oh nein, Diego! Hilfe, Hilfe! So helft mir doch, Vater, zu Hilfe! 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 Ja! Hilfe! 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 Du bist wirklich ganz unerträglich, Diego. Also ich muss mich sehr für dich schämen, Junge. Sowas darfst du nicht sagen, Maria. Was wirst du denn jetzt machen, Diego? Lolita hat die Nase voll von dir. Da kann er nicht viel machen. Aber keine Sorge, die gute alte Maria kümmert sich schon darum, dass die Heirat zustande kommt. Immer langsam mit den jungen Pferden, Maria. Ich meine, jetzt ich halt bin doch... endlich deinen Mund! Ich werde nicht zulassen, dass die Familie Prido so hochmütig auf uns herabschaut. Ich soll dich von Maria fragen, ob du mitkommen willst. Meinetwegen, einverstanden. Na wunderbar, wir warten auf dich hinter dem großen Felsen, ja? Ach, Lolita... Du brauchst dir gar nichts darauf einzubilden, Diego. Ich komme nur mit, weil Maria und Bernard mich darum gebeten haben. Ich rede mit dir. Entschuldige. Mann, oh Mann, heute ist aber wirklich ein Jubel und Trubel hier. Hör mal, Diego. Kümmer dich um mich. Ich bin halb am Verdursten. Ich auch. Gut, dann werden wir irgendwo anhalten und was trinken. Halt! Diese Stadt wird doch auch von der spanischen Armee regiert, aber irgendwie ist die Atmosphäre hier ganz anders. Die Leute sind so fröhlich und ausgelassen. Ich frage mich nur, warum das so ist. Ich meine, die Leute hier müssen doch genauso hohe Steuern zahlen wie bei uns. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Das verdanken wir Señor Santos. Señor Santos? Ihr müsst wohl fremd sein in dieser Stadt. Unseren Bürgermeister Señor Santos kennt doch jeder hier, ob jung oder alt. Wir kommen aus Santasco, wissen Sie? Ja, ich verstehe. Daher kommt ihr also. Unsere Steuern sind niedriger als sonst irgendwo. Das haben wir nur unserem Bürgermeister Santos zu verdanken. Lebe hoch, hoch, hoch! Warum lässt Kommandant Raymond das durchgehen? Ich meine, warum beschwert er sich nicht über euch? Das macht er doch. Aber Señor Santos ignoriert ihn und sagt, die Leute können nicht mehr bezahlen, ohne in Schwierigkeiten zu geraten. Ist schon ein toller Mann, unser Bürgermeister.
Ja, Senor Santos muss außerordentlich mutig sein, wenn er sich dem Kommandanten in den Weg zu stellen wagt. Er ist nicht nur mutig, er ist auch sehr gütig. Ein durch und durch wundervoller Mann und wir alle verehren ihn sehr. Er hat mit seinem eigenen Geld den Wiederaufbau der Stadt nach dem letzten großen Erdbeben finanziert. Er hat eine ganze Menge investiert und das aus freien Stücken. Ja. Prösterchen. Komisch, dass wir schon wieder von Senor Santos sprechen. Das geht schon den ganzen Tag so. Was? Ja, so ist es. Heute waren schon einmal Leute da, die sich nach ihm erkundigt haben. Hey, da draußen sind sie ja. Der Sache mal näher treten. Was haben die denn hier zu suchen? Du musst dir nicht so viele Gedanken darüber machen, Diego. Nein, wirklich, vielleicht sind sie ja nur hergekommen, um sich zu amüsieren. Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Ich habe irgendwie so eine düstere Vorahnung, Lolita. Halt sofort an, Diego. Was ist los? Ist das da vorne nicht Bernard? Was? Na, ja, hallo, Bernard. Na, du scheinst dir eine fröhliche kleine Freundin gefunden zu haben. Nein, nein, das ist ganz anders. Ich habe Gena nämlich vor dem Ertrinken gerettet. Glaubt mir, stimmt doch, oder? Ja, das hat er. Oh, du heißt Gena, kleine Prinzessin. Das ist aber ein hübscher Name. Siehst du, Gena, und das ist mein Freund Diego. Dann seid ihr Diego und Lolita. Wir haben gerade von euch gesprochen. Hallo, wie geht's? Ich bin Gena Santos. Ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Gena. Sag mal, ist dein Vater etwa der Bürgermeister dieser Stadt? Ja, kennst du denn meinen Vater? Nein, leider nicht, Gena. Aber die Menschen hier bewundern deinen Vater. Er muss wirklich ein ganz außerordentlicher Mensch sein. Jemand, der sich dem Willen von Kommandant Raymond widersetzt, muss viel Mut besitzen. Es wäre schön, ihn einmal kennenzulernen und Diego könnte bestimmt eine Menge von ihm lernen. Hör mal, Lolita. Vielleicht kommt ihr heute Abend zum Essen zu uns. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. Mich hat sie bereits eingeladen, um mir ihre Dankbarkeit zu zeigen. Kommt doch mit. Na ja, aber... Mein Vater würde sich auch freuen. Wollen wir nicht hingehen, Diego? Na gut, wie du willst. Hallo, Gena. Hä? Ich habe hier was gefunden. Würdest du das bitte deinem Vater zeigen? Selbstverständlich. Und was ist das? Sieh es dir selbst an. Was ist denn mit den Fischen passiert? Das sieht furchtbar aus. Ja, schrecklich. Was ist mit den Fischen passiert? Um den Walfels herum treiben lauter tote Fische. Sie haben alle diese eigenartigen Flecken. Ich mache mir wirklich große Sorgen, Gena. Ich werde sofort mit meinem Vater sprechen. Na, gefällt's euch? Oh, toll! Was für schöne Rosen. Das war das Hobby meiner Mutter. Mein Vater und ich kümmern uns darum, seitdem sie gestorben ist. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie solche Rosen gesehen. Wer so schöne Rosen züchtet, muss einfach ein wunderbarer Mensch sein. Ja, du hast recht. Tja, Freunde, ihr müsst wissen, Gena, Ed und ich wechseln uns mit dem Kochen ab, seit meine Frau vor 3 Jahren gestorben ist. Ich fürchte, das Essen war nicht besonders, aber ich kann euch versichern, dass ich mir die größte Mühe gegeben habe. Nein, da muss ich widersprechen. Das Essen war köstlich. Manchmal verwechselt mein Vater Salz mit Zucker. Entschuldige, Gena, aber wolltest du deinem Vater nicht die toten Fische zeigen? Ach ja, natürlich. Tote Fische? Ja, ein Fischer hat es uns erzählt. Um den Walfelsen herum gibt es eine ganze Menge davon. Ja, Papa. Zeig her. Was hast du, Papa? Was ist los? Entschuldig bitte, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe zu viel von dem Wein getrunken. Fehlt Ihnen wirklich nichts? Sie sind ja ganz blass. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Nur ein kleiner Schwächeanfall. Nichts weiter. Bitte entschuldigt mich. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen ausruhen. Aber Papa... Hoffentlich ist Genas Vater nichts passiert. Jedenfalls hat er sich seitdem nicht mehr blicken lassen. Beim Essen schien er sich noch amüsiert zu haben. Er hatte gute Laune und hat sogar gelacht. Na, das ist ja krass. Warum hältst du denn an? Fahrt ihr schon mal nach Hause. Ich habe noch was Dringendes zu erledigen und das duldet keinen Aufschub. Aber Diego... Also, dich hätte ich in dieser Stadt am allerwenigsten erwartet. Heute schmeckt der Wein aber ganz besonders gut. Los, mehr davon. Das ist wohl immer so. Wein, den man nicht bezahlen muss, schmeckt am besten. Was hast du da eben gesagt? Nichts, Sergeant, gar nichts. Was machen Sie eigentlich hier in dieser Stadt, hä? Ich will dir die Wahrheit sagen, Diego. Wir überprüfen den hiesigen Bürgermeister.
Was? Aber warum denn? Wir suchen einen schwarzen Punkt in seiner Vergangenheit, mit dem wir ihn zwingen können, sich der Armee zu unterwerfen. Verstehst du? Wir wollen ihn erpressen. Aha, und haben Sie schon irgendwas rausgefunden? Allerdings. Heute tut er so, als sei er ein guter Mensch. Dabei hat er früher Waffen und Giftfässer für die spanische Flotte verschifft. Giftfässer? Jetzt haben wir endlich etwas gegen ihn in der Hand. Der Kommandant und der Lieutenant werden ihn sich vorknöpfen. Das darf doch nicht wahr sein. Hey, warte! Hey, Diego! Und was passiert jetzt mit der Rechnung? Wer soll den ganzen Mist bezahlen? Auf gar keinen Fall, ich kann die Steuer nicht erhöhen. Ich fordere Sie hiermit auf, die restlichen Giftfässer zu bergen. Tut mir leid, das können wir nicht. Das Wasser in der ganzen Gegend wird vergiftet, wenn das Gift weiter ausläuft. Wenn das passiert, wird die spanische Armee zur Zielscheibe weltweiter Kritik werden. Hören Sie auf, rumzuschwafeln. Niemand stellt sich uns ungestraft in den Weg. Sie schweigen besser, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist. Ach. Wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Tochter und die Bürger dieser Stadt die schmutzige Wahrheit erfahren, dann sollten Sie die Befehle des Kommandanten befolgen. Gina! Das können Sie nicht machen. Das ist gemeine Erpressung. Papa! Ist alles in Ordnung, Papa? Ist schon gut, Gina. Wir bitten Sie, uns jetzt zu entschuldigen. Das nächste Mal haben Sie vielleicht die Güte, uns eine positive Antwort zu geben. Behalten Sie mir diesen Santos im Auge. Die Bürger dürfen nichts über das Gift erfahren. Gut. Aber Papa, was hat denn das mit dem Gift zu bedeuten? Hast du uns belauscht? Aha. Papa, was ist denn passiert? Also schön, ich werde es dir erzählen. Du weißt vielleicht noch, dass ich vor 10 Jahren eine Schiffsreederei besessen habe. Du warst damals noch sehr klein, Gina. Aber ja, ich weiß noch genau, du hast damals viele Ladungen Korn und andere Güter nach Übersee verschifft. Ja, das stimmt. Aber das war leider nicht alles. Ich habe auch Waffen und Giftfässer transportiert, Gina. Aber dann, vor etwa 10 Jahren, sank eines meiner Schiffe, genau vor dieser Küste hier. Es hatte Waffen und Giftfässer an Bord. Ich wusste, dass es falsch war und habe es trotzdem getan. Ich habe sofort die spanische Armee gebeten, diese Giftfässer zu bergen. Aber sie sagten, das Gift könne aus den Fässern nicht entweichen und sie sind meiner Bitte nicht nachgekommen. Aber dann war es ja vielleicht das Gift, das die Fische getötet hat, Papa. Ja, das nehme ich stark an. Wahrscheinlich ist es während des Erdbebens passiert, mein Kind. Das ist ja furchtbar. Gina, mein Kind. Warum, Vater? Warum nur? Gina, du musst mir glauben, das habe ich nicht gewollt. Ich hasse dich, Vater. Ja, ich hasse dich. Gina! Diego, was machst du hier? Es tut mir leid, Señor Santos. Ich habe alles mit angehört. Ich werde mich um Gina kümmern. Sie können sich voll und ganz auf mich verlassen. Gina! Ich weiß, wie du dich fühlst. Glaub mir, Gina. Aber ich wünschte, du könntest verstehen, wie schwer es für deinen Vater war, dir die ganze Wahrheit zu erzählen. Diese Geschichte belastet ihn immer noch. Auch die ganze Zeit über hat er die Bürger der Stadt und seine einzige Tochter betrogen. Gina, du weißt, wie sehr er das, was geschehen ist, bereut und dass er in den vergangenen Jahren wirklich alles getan hat, damit es der Stadt und ihren Einwohnern gut geht. Du wirst dich noch erkälten, kleine Gina. Komm, wir gehen nach Hause, einverstanden? Ich will nicht nach Hause, nein, ich will nicht nach Hause, nein! Na schön, kleiner Trotzkopf, du kannst heute Nacht bei uns im Hotel schlafen. Ich muss natürlich noch deinem Vater Bescheid sagen, damit er sich keine Sorgen macht. Gina, wacht auf! Aufwachen! Was ist
ist denn passiert? Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Hallo, Ed! Guten Morgen, Gena. Es ist etwas Schreckliches passiert, Diego. Señor Santos ist auf das stürmische Meer rausgefahren, um die Giftfässer zu bergen. Du weißt, wie gefährlich das ist. Was sagst du, mein Papa? Es tut mir leid. Ich wollte ihn aufhalten, aber er war wie eine Furie. Er gab mir diese Rose mit dem Auftrag, sie dir zu geben. Und dann rannte er wie von der Tarantel gestochen aus dem Haus. Oh. Señor Santos riskiert da draußen sein Leben. Wir müssen ihm helfen. Ja, aber wie, Diego? Lolita, versuch ein paar Seeleute aufzutreiben, die sehr gut schwimmen können. Bring sie runter zum Hafen und überlasse alles Weitere mir. Ja, gut. Komm mit, Gena. Ihr könnt bezahlen, was ihr wollt. Ich fahre nicht hinaus. Ich bin doch nicht verrückt. Ich will nicht sterben. Nein, lasst mich damit zufrieden. Aber euer Bürgermeister Señor Santos ist in Gefahr. Hm? Was, Señor Santos? Verflucht, warum habt ihr das denn nicht gleich gesagt? Heißt das, wir können mit Ihrer Hilfe rechnen? Aber selbstverständlich. Komm, steigt ein, fahren wir. Es ist allen verboten, aufs Meer zu fahren. Das ist ein Befehl von Kommandant Raymond. Was hat das zu bedeuten, Lieutenant? Ist das auch schwer zu verstehen? Ich sagte, niemand darf raus aufs Meer fahren und vergesst diese Giftfässer. Na, das ist ja ein starkes Stück. Jetzt wird mir einiges klar, Lieutenant Gabriel. Natürlich, Sie wollen die Tatsache vertuschen, dass Sie das Gift für Ihre schmutzigen Geschäfte missbrauchen möchten. Ruhe, verdammt nochmal! Geht auseinander, sonst mache ich euch Beine! Das werden Sie nicht wagen! Nein, Diego, du bist nicht warte! Das wirst du bezahlen! Ihr rührt euch nicht von der Stelle, wenn euch euer Leben lieb ist. Armer Junge, das kommt alles nur davon, weil du beim letzten Mal die Rechnung nicht bezahlt hast, lieber Diego. Die See ist außerordentlich stürmisch. Euer Santos wird nie mehr zurückkommen. Er kommt zurück? Gena! Gena! Dann werde ich eben meinem Vater alleine helfen, damit du es weißt. Du willst also nicht gehorchen, kleiner Balk. Ich erschieß dich, auch wenn du noch ein Kind bist. Dieser verdammte Zorro geht mir allmählich auf die Nerven. Er schießt ihn. Los, Männer! Ja! Bravo, Zorro, bravo! Zorro! Beeilen Sie sich, Lolita! Danke, Zorro! Schnell! Schnell! Es ist zu gefährlich für euch. Wartet hier, bis wir wiederkommen. Wir bringen deinen Vater bestimmt zurück. Gut. Los, komm schon! Na, warte, Zorro! Ihr kommt hier nicht weg! Kämpfen Sie mit mir wie ein Mann, Zorro! Gut, ganz wie Sie wollen. Zeig ihm, was du kannst! Ja, du schaffst es! Die Waffe her! Das war's dann. Zorro! Diesmal habe ich sie fertig gemacht, hier. Da ist wohl leider etwas dazwischen gekommen. Werfen Sie den Säbel weg und machen Sie, dass Sie wegkommen, aber schnell. Verflucht! Ja, er hat es geschafft! Na, willst du mir einen Gefallen tun, Gonzales? Ja, natürlich, was Sie wollen. Dann verzeihe Diego, dass er die Rechnung in der Schenke nicht bezahlt hat. Du darfst es ihm nicht länger nachtragen. Ja, ja, aber ja. Ich bedanke mich. Ich verstehe sehr gut, dass Lolita ihn liebt. Das Boot kommt zurück! Sie kommen! Wir haben es geschafft! Wir haben alle Giftfässer geborgen! Geh nach, geh nach! Ja! Ja! Ach, Papa! Mein Papa! Tut mir leid, dass ich dir solche Sorgen bereitet habe.
Tut mir leid, dass ich dir solche Vorwürfe gemacht habe. Ich muss euch alle um Verzeihung bitten. Bitte nehmt meine Entschuldigung an. Der Lieutenant hat von uns verlangt, dass wir die ganze Geschichte mit dem Gift vergessen sollen. Und natürlich wissen wir auch, warum du eigentlich rausgefahren bist. Nur um uns zu retten. Ja, so ist es. Wer außer Santis würde es wagen, bei dem Wetter rauszufahren, um uns alle zu beschützen? Ja, das war schon eine großartige Leistung. Ich muss euch von Herzen danken. Ja! Und Diego, den hätte ich ja beinahe vergessen. Hallo! Es bricht mir das Herz, wenn ich höre, dass ihr mich fast vergessen habt. Du bist aber auch zu gar nichts zu gebrauchen, Diego.